Ich war vergangene Woche bei Alex Hormozi, Acquisition.com, auf einem mehrtägigen Workshop. Und in diesem Video werde ich darauf eingehen, was habe ich für mich mitgenommen, welche Strategien von Alex, die man vielleicht noch nicht irgendwo schon auf YouTube gesehen hat, in seinen Büchern gesehen hat, habe ich dort mitbekommen, mitgelernt und durchbesprochen. Dann gehe ich auf das Wie hinter der geheimnisvollen Exit-Strategie von Acquisition.com ein. Und vor allem auch werde ich explizit darüber sprechen, warum ich das für mich in meinem Leben auf gar keinen Fall anwenden werde. In diesem Sinne, viel Spaß bei diesem Video. Fangen wir an zuallererst mit der Strategie. Die Strategie von Acquisition.com ist wie folgt. Sie kaufen Unternehmen auf, bauen die auf und vor allem auch verkaufen diese Unternehmen wieder. Der Hauptfokus hierbei liegt auf maximalem Unternehmenswert aufbauen, maximal viel reinvestieren in das Geschäft, um einen entsprechenden Marktanteil zu haben. Das heißt Reinvestition in Marketing, Reinvestition in Mitarbeiter, um größeres Volumen zu schieben und das Ganze auf Kosten der eigenen Umsatzrendite auch, nur um eine sellable Enterprise zu haben. Grundsätzlich ist der Gedanke ja mega, dass du sagst, hey, du baust Unternehmen auf mehrfach achtstellige Jahresumsätze auf und schaust dann, dass du einen Exit machst, der für dein Leben reichen wird. Eine Strategie an sich ist überhaupt nicht schlecht und ich finde das auch bewundernswert. Ich selber habe auch schon Exits gemacht. Ich habe 2022 einfach als Experiment mal eine Agentur aufgebaut und die verkauft. Ich habe schon Immobiliengesellschaften verkauft, also ich kenne die Thematik schon. Aber was mir noch nicht geläufig war, ist die konkrete Strategie, wie das gemacht wird. Also wie kriegst du es hin, solche achtstelligen Exits zu machen und passt das überhaupt zu mir? Und ich konnte in den Tagen in Las Vegas extrem viel über mich selber mitnehmen, extrem viel über die Strategie, die ich dir jetzt auch gleich mit auf den Weg geben will, lernen und auch ganz genau nachvollziehen, warum ich diesen Weg nicht gehen werde. Bevor ich jetzt gleich auf den zweiten Punkt, auf das konkrete Wie eingehe, möchte ich dir einmal kurz sagen, wer ich bin. Ich bin Yannick Bickel, Geschäftsführer der Bickel Gruppe. Wir haben mehrere Unternehmen im Consulting-Bereich einerseits und andererseits im Immobilienbereich. Mein Hauptgeld verdiene ich damit, indem ich Leuten zeige, wie sie besser verkaufen, mehr verkaufen, Garantien in ihre Angebote implementieren und ihre Outbound Sales to the moon skalieren. Falls du mehr über mich, meine Strategien, meine Inhalte wissen möchtest, ich habe auf meiner Webseite nahezu alles for free. Klick einfach auf den Link zu unserer Homepage unter diesem Video. Genieße die Strategien. Wie skaliert Acquisition.com die Partnerunternehmen und wie allgemein ist die Handlungsanweisung, die Handlungsempfehlung? Die Handlungsempfehlung ist wie folgt. Du schaust dir an, wo sind die Engpässe in deinem Unternehmen? Das ist ziemlich ähnlich wie das, was wir mit unseren Kunden auch machen. Wir schauen uns an, ist das Problem im Angebot, ist das Problem im Sales, Problem im Marketing. Das heißt, wir schauen uns an, wo ist die Herausforderung? Und wir für uns gehen dann immer den Weg, das ist ein Gut, wir lösen das Angebotsproblem, wir lösen das Marketingproblem, wir lösen das Salesproblem mit dem Inhaber selber. Weil unser Ansatz ist der, wir sagen, hey, wir wollen mit minimalem Kostenaufwand, also ich spreche hier wirklich von minimalen Kosten, kleines Kernteam aus 1, 2, 3 Schlüsselpersönlichkeiten mehrfach siebenstellige Umsätze fahren und siebenstellige Gewinne fahren. Das ist mein Ansatz und das machen wir jetzt seit Jahren so. Also seit Firmengründung immer minimale Fixkosten, maximale Umsatzrendite, damit maximal viel investiert werden kann. Acquisition.com hat einen komplett anderen Ansatz. Der Ansatz ist der, schaust dir an, wo ist das Problem? Dann, wenn du das Problem identifiziert hast, und da scheitern eh schon die meisten, gehst du her und sagst, gut, ich schaue mir jetzt an, wer kann denn dieses Problem lösen, sofern du es nicht selber lösen kannst. Welche Schlüsselpersönlichkeit muss ich einstellen? Was ist meine Erwartungshaltung an diese Schlüsselpersönlichkeit? Wo finde ich die? Wie werbe ich die bei meinem Konkurrenten gegebenenfalls auch ab? Also welche Dinge muss ich liefern, dass dieser Mensch kommt? Und was ist mein Zeithorizont, bis dieses Problem gelöst wird? Dann hirest du im Prinzip die Key-Persönlichkeiten, die einfach dieses Problem lösen. Das funktioniert sehr gut. Weil du nimmst einfach dein erwirtschaftetes Geld und schmeißt es darauf und lässt das Problem von selbst sich lösen durch die Schlüsselpersönlichkeit. Und das ist im Prinzip auch schon die Kernstrategie. Das heißt, du gehst auf Kosten deines eigenen Profites her und sagst, du investierst, keine Ahnung, sei es 20.000 Euro im Monat, 10.000 Euro im Monat für die Schlüsselpersönlichkeit, die dieses Problem für dich löst. Das heißt, es ist gar nicht irgendwie eine Rocket Science, sondern du nimmst einfach deine Profite, schmeißt sie auf die Lösung des Problems. Du brauchst mehr Leads, du kaufst mehr Ads ein. Du kaufst dir einen besseren App-Manager ein, beispielsweise. Rein vom Grundsatz her ist das die Strategie, das heißt radikales Wachstum auf Kosten deiner eigenen Profitmarge und ja, auf Kosten deines, wenn es sein muss, sogar eigenen Lebensstils. Und ich werde jetzt ausführlich darauf eingehen, warum ich das nicht mache. Und der Hauptgrund ist eigentlich
so klar wie sonst was. Wenn du so ein radikales Wachstum fährst, dann kann es sehr gut sein, dass du deutlich zügig innerhalb von 5, 6 Jahren vielleicht auf deine 20, 30, 40 Millionen Jahresumsatz kommst. Das Problem ist das. Erstens, das Risiko ist enorm hoch, weil du alles reinvestierst in die Company und nicht wirklich für dich selber vorsorgst. Risiko Nummer zwei ist, wenn du keinen hast, der die Firma nachher kauft, dann hast du im Prinzip Jahre deines Lebens verschwendet, Geld, Millionen von Euros verschwendet, um dieses Unternehmen nach oben zu pushen, anstatt einfach herzugehen und du sagst, du machst jedes Jahr 1 Million Profit, 2 Millionen Euro Profit, mit einer ganz kleinen Struktur und reinvestierst alles in Immobilien, Aktien, Gold, Rolex-Uhren, was auch immer, andere Beteiligungen. Und diese zwei Wege, das muss man sich ganz genau überlegen. Und je nach Lebenssituation musst du vielleicht sogar diesen Exit machen, weil du bist vielleicht schon kurz vor der Rente und du hast keine andere Wahl, als jetzt diesen Weg zu gehen. Aber wenn du jung bist, macht es in den wenigsten Fällen Sinn, meiner Meinung nach, dieses Risiko einzugehen von mehr Umsatz, mehr Struktur, größeren Kosten. Und es macht in meisten Fällen mehr Sinn, die Firma bei ein paar Millionen Euro Jahresumsatz hochzubringen, zu optimieren, die Leistungserbringung so zu gestalten, dass du einen größeren Hebel auf deine Zeit hast und einfach auscashen, was geht. Ich mache seit 2021, eigentlich seit ich in Immobilien investieren konnte, kaufe ich jedes Jahr ordentlich Immobilien ein. Also ich habe bis zum heutigen Tag Immobiliendeals im knapp 8-stelligen Bereich mittlerweile abgewickelt. Also Einkauf, Verkauf. Ich habe auch schon Sachen wieder verkauft, aber ich halte aktuell einen mittel siebenstelligen Betrag in Immobilien und werde das halt auch noch die nächsten zig Jahre machen. Wenn ich 10 Jahre lang das Ganze mache, komme ich am Ende des Tages beim gleichen raus, wie wenn ich jetzt 10 Jahre lang auf Kosten der Umsatzrendite skaliere und dann einen Exit mache. Da macht es genau gleich viel Sinn, wenn ich einfach hergehe und sage, gut, passt, ich verdiene jedes Jahr Summe X und investiere die jedes Jahr ganz konstant, werde ich in 10 Jahren beim gleichen Ergebnis rauskommen. Und das ist für mich eigentlich die größte Entscheidung überhaupt gewesen. Ich war dann nach dem Workshop 2 Tage lang noch unterwegs. Ich war in Arizona am Grand Canyon und ich habe mich wirklich extrem mit dem Thema beschäftigt beim Wandern und überlegt, was will ich wirklich und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Und ich für mich bin ganz klar zu dem Entschluss gekommen, dass ich das nicht tun würde. Also warum sollte ich skalieren auf Kosten meiner Umsatzrendite, wenn es anders auch geht, mit weniger Risiko, mit deutlich besserem, ich sage jetzt einfach mal, Lebensstil. Wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du ohne Riesenfixkostenblock, ohne 20 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter, ohne diesen ganzen Spaß, mit vielleicht 2, 3, 4, 5 Schlüsselpersönlichkeiten auf mehrfach 7-stellige Jahresumsätze kommen, dann kann ich dir einfach empfehlen, geh auf meine Homepage, schau dir den ganzen Content an, wir sprechen da über Dinge, wie baut man Angebote auf, die zu gut sind, um Nein zu sagen, wie baust du Marketing auf, wie baust du ein Sales auf, wie baust du die Leistungserbringung auf, dass das mit so einem Kernteam überhaupt möglich ist. An der Stelle, wenn dir das Video weitergeholfen hat, lass mir ein Like da, lass mir einen Kommentar da und schreib vor allem auch in die Kommentare rein, was ist dein Weg? Gehst du den Weg des Artists? Gehst du den Weg des Unternehmers, der den Exit plant? Welchen Weg gehst du? Schreib es mir in die Kommentare rein und schreib auch, warum du diesen Weg gehst. Ich danke dir und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.